Hallo, ich bin die Brigitte aus Wien und ich suche einen lieben Lebenspartner. Einen feschen, intelligenten Mann, der Ausstrahlung hat und vielleicht keinen so großen, dicken Bauch. Das möchte ich nicht so wirklich. Was ist denn das Problem mit Bäuchen? Ein Bäuchen ist okay, nur Bauch nicht. Also leider Gottes gibt es speziell in einem gewissen Alter schon diesen richtigen Bauch, rund und kugel und groß. Das schaffe ich irgendwie nicht so. Ein kleines Bäuchchen ist okay. Ja, das ist Wohlstand und Gemütlichkeit, die ich sowieso gern habe. Dann gepflegt und humorvoll, ein bisschen kulturinteressiert. Ist es schwierig, tolle Männer kennenzulernen? Ja. Äußerst schwierig. Einen tollen Mann zu finden, ist so schwierig wie eine Stecknadel in einen Heuhaufen zu suchen. Es gibt so viele Blender, die einfach mehr Schein als Sein sind. Ja. Die sind halt leider Gottes sehr viele da. Wie alt sind Sie? Ja, ich würde mal sagen 50 plus plus. Aha, Sie wollen es nicht verraten? Wenn Männer ein gewisses Alter hören, dann kriegen sie verschiedene Vorstellungen, die vielleicht für mich nicht zutreffen. Wie alt soll dann der neue Mann sein? 50 plus plus, 60 plus plus, 40 plus plus? 40 plus plus würde ich nicht sagen, das ist mir schon so jung. Aber fangen wir mal bei 50 plus plus an. Und wo hören wir auf? Sehr schwierig, aber ich würde sagen, um die 70 hören wir auf. Welchen Star finden Sie besonders erotisch? Ja, also erotisch finde ich den Richard Gere. Er sieht gut aus, hat Charme. Da wird aber der George Clooney jetzt böse sein. George Clooney kommt gleich danach. Ja. Von dem reden immer so viele, wissen ja, Sie? Ja, natürlich, so ein toller Mann, keine Frage. Ja, ich war verheiratet mit einem sehr lieben Mann, 18 Jahre. Und dann haben wir uns halt auseinandergelebt, wie man so schön sagt. Warum ist diese Ehe in die Brüche gegangen? Ich möchte jetzt meinen Ex-Mann ja nicht alles in die Schuhe schieben. Aber es war schon so, dass er auch gesagt hat, ich war wirklich so wenig zu Hause, weil das war sein Beruf. Und ich mache ihm auch keine Vorwürfe. Er musste einfach viel weg sein beruflich. Und ich war halt sehr viel alleine. Und das hat es dann ein bisschen schwierig gemacht. Wenn man so viel alleine ist und jung ist, dann will man ja auch einmal sehen, wie schaut ein anderer Mann aus. Und das war dann so. Das heißt, Sie sind ein bisschen fremd gegangen. Naja, es hat sich halt was ergeben. Hat das Knistern gefehlt? Ja, es hat das Knistern gefehlt. Dann hatte ich wieder einen gefunden, der hat mich dann verlassen. So. Da habe ich geweint, das war für mich nicht so lustig. Und jetzt habe ich, die letzte Beziehung ist 2 Jahre her und seit 2 Jahren bin ich alleine. Was ist besonders schön an der Liebe? Das Gefühl, zueinander zu gehören, dass man jemanden was
erzählen kann, was passiert ist am Tag, eine Vertrautheit, eine gewisse Umarmung, die halt einfach fehlt. Mir fehlt das sehr. I can be happy, I can be sad, I can be good, or I can be bad. It all depends on you. I can be lonely out in a crowd, I can be humble, I can be proud. It all depends on you. I can save money or spend it, go right on living, or end it, you're to blame, honey, for all I do. Wollten Sie als kleines Mädchen eine Prinzessin sein? Ja, aber ich glaube, das wollen alle. So mein Enkelkind zum Beispiel, wir verkleiden uns beide als Prinzessinnen und das ist wunderschön. Das heißt, Sie haben diese Fantasie nie aufgegeben? Nein, habe ich nicht. I know that I can be beggar, I can be king, I can be almost